Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute könnten wir die spektakulärsten Produkte des Monats gefunden haben. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und schauen uns an, was Asam Beauty krasses Neues rausgehauen hat. Ich bin super aufgeregt. Es ist heute auch Mittwoch. Es ist 15 Uhr. Aber ich dachte mir, nein, ich muss dieses Video heute noch drehen, damit ihr es heute noch seht. Denn wir wissen, wie es ist. Wenn es neue Produkte gibt, wenn man nicht schnell genug ist, sind sie weg. Heute haben wir ganz, ganz viele Produkte von Asam Beauty. Und ihr wisst, ich arbeite schon lange mit Asam Beauty zusammen. Auch in diesem Video, was mich aber nicht daran hindert, die ehrliche Meinung zu den Produkten zu sagen. Und das Schöne ist, ihr seht ja auch immer den Effekt. Das heißt, ich kann das Ganze nicht wirklich gut reden, wenn es nicht gut aussieht. Heute wirklich mit super spektakulären Produkten. Ihr wisst es, ich liebe die Pflegeprodukte, aber auch die Magic Finish Produkte waren schon immer gut. Neben dem Magic Finish Mousse gibt es ja auch die helle Version, die Summertime Version und mittlerweile sogar eine noch dunklere Version. Also Asam ist ständig dabei, die Shade Ranges immer weiter zu erweitern, damit das alles noch inklusiver ist. Und mir ist aufgefallen, seitdem es die Magic Finish Reihe gibt, auch viel, viel mehr Leute die Pflege ausprobieren. Das ist eine super gute Koexistenz zwischen beiden einzelnen Reihen und das finde ich großartig. Und ich kenne natürlich die Produkte auch mittlerweile schon aus Herz und Nieren. Mit Herz und Nieren, denn ich habe lange eine Sendung für Asam Beauty moderiert. Das tut aber hier nichts zur Sache. Ich wollte mit euch einfach die neuen Produkte ausprobieren. Wir haben wirklich super viele Favoriten gehabt. Ihr habt auch neulich das Spray schon gesehen. Jetzt gibt es aber neue Sachen und ich will gar nicht so viel quatschen, Freunde. Wir starten direkt. Ich sehe noch ein bisschen blass um die Nase herum aus, deswegen müssen wir das Ganze gleich ändern. Aber ich habe einen Rabattcode von Asam bekommen, der lautet YT-Maxim für 15% auf fast alles. Der ist bis zum 30.06. gültig und ich habe sogar noch heute dazu bekommen, als kleines Goodie, dass ihr für 24 Stunden, also ab dem Upload bis zum 15.06. um 23.59 Uhr, die Versandkosten frei sind. Gilt on top. Also das ist schon mit in dem Code mit drin. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Und zwar sind das die Contour Sticks. Ihr wisst es, ich liebe den von Kiko. Kiko ist aber nicht mehr in jeder Stadt verfügbar. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer, euch Produkte zu zeigen, an die man nicht so einfach rankommt. Deswegen freue ich mich hier drauf. Gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Light Medium und Medium Dark. Wir swatchen einmal. Ich habe die Sachen, wie gesagt, auch hier noch nicht benutzt. Light Medium, sehr cremig, ist so ein bisschen heller. Obviously, Maxim. Und Medium Dark ist noch ein Stückchen wärmer. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal mit Light Medium arbeiten. Meine Foundation ist natürlich auch gerade recht hell. Falls ihr euch fragt, welche ich genutzt habt, schaut unbedingt heute bei TikTok oder bei Instagram vorbei. Dort habe ich sie euch gezeigt. Die ist nämlich schon über 100 Jahre alt. Nicht die Foundation, sondern die Formulierung. Okay, das Ganze kommt hier in einem klassischen Asam Beauty Rosé Gold Drehtypchen. Und ihr könnt das Produkt rausdrehen. Und wir starten, ich bin ganz aufgeregt. Wir starten einfach mal mit einem kleinen bisschen. Und dann nehme ich meinen eigenen Pinsel aus dem Letizia und Maxim Pinselset. Und blende das Ganze aus. Textur ist sehr, sehr cremig, gut pigmentiert. Es ging sehr, sehr schnell, lässt sich sehr, sehr gut ausblenden. Ich habe auch eine recht trockene Foundation heute drauf. Also die Farbe Light Medium passt bei mir, glaube ich, perfekt. Ich würde jetzt nicht unbedingt noch dunkler gehen wollen. Ich nehme mal ein bisschen was hier von meinem Handrücken. Was ich immer ganz gerne mit Cremeprodukten mache, ist, ich lasse die erstmal so ein bisschen auf meiner Hand anwärmen und kann dann bisschen besser dosiert das Produkt auf mein Gesicht geben. Aber die Textur ist sehr, 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 sehr weich. Ist auch keine schimmernde Textur. Das ist ja das Schöne bei Asam, dass es immer so ein bisschen reduzierter ist. Gerade wenn ihr vielleicht schon eine texturiertere Haut habt, sind die Produkte wirklich auch dafür gemacht worden, dass das nicht so glitzerig ist und nicht so in die Fältchen rutscht. Und das merkst du hier beim Bronzer, weil der, ich würde ihn fast auch so ein bisschen cremig pudrig nennen, wenn der antrocknet. Noch ist er hier warm und ist dann auch sehr schön cremig, fixiert sich dann aber ganz gut selbst. Und ich glaube, ihr seht auch im direkten Unterschied den Effekt. Und der ist nicht zu warm. Das habe ich kurz gedacht. Aber wenn ich den Swatch so ein bisschen ausgeblendet habe, seht ihr, dass der einen recht kühlen Unterton hat. Wir machen das Ganze nochmal hier auf der Seite. Einfach einen Strich. Und dann blenden wir das Ganze aus. Und ich probiere jetzt mal so ein bisschen damit meine Foundation
anzupassen. Ihr könnt mir aber währenddessen schon mal in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr von den Magic Finish Produkten am liebsten mögt. Ich weiß, dass viele das Magic Finish Mousse lieben. Mag ich auch, vor allen Dingen im Sommer, wenn es sehr, sehr schnell gehen soll. Ein bisschen auf die Stirn. Und dann hier so ein bisschen in die Augenbraue. Ich probiere den Contour Stick schon so ein bisschen als Zwischending zu benutzen, zwischen Bronzer und Contour-Produkt. Die Farbe ist aber nicht zu warm. Also du kannst sie wirklich als Contouring-Produkt benutzen und du kannst sie sogar punktuell so ein bisschen aufbauen. Sehr, sehr schön. Was sagen wir? Ich mag das ganz gerne. Das ist halt das, was ich immer sage mit Foundation. Es könnte nur vielleicht daran liegen, dass ich nicht der Beste bin in der Foundation-Farbe aussuchen, dass ich immer aber eher eine hellere Nuance nehme. Also wenn ich nicht genau weiß, welche Farbe passen würde, wenn ich Swatches online sehe beispielsweise, gehe ich immer mit der helleren, weil ich die dann auch im Winter tragen kann und ich kann sie im Sommer ein bisschen dunkler machen mit Contour-Sticks, mit Bronzern. Sieht sehr, 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 sehr schön aus. Was sagen wir eigentlich zu meinem Hintergrund? Ich hatte ein Video gedreht, das seht ihr aber, glaube ich, erst in 2 Wochen und da habe ich gesagt, das ist das erste Video mit meinem neuen Hintergrund, aber she's a classy girl today. Contour-Produkt gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache mal ein bisschen Concealer rauf, fixiere mein Make-up und dann haben wir etwas, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe ganz, ganz viele neue Produkte übrigens eben gerade auf der Webseite, als ich mir die Preise rausgesucht habe, gesehen. Und es gab auch, das fand ich auch sehr, sehr spannend, das muss ich mir, glaube ich, nochmal bestellen, Bronzing Pearls und Mousse Eyeshadows. Stopp, nein, halt, wartet. Ich habe es Tatsache nie geschafft, euch das zu zeigen. Ich habe ein TikTok gedreht und habe es nie hochgeladen, weil als ich das Produkt bekommen habe, ich kriege oft Sachen von Asam schon weit bevor sie rauskommen, dass ich sie einfach testen kann und habe diesen Mousse Blush bekommen und habe ihn in TikTok gedreht, habe es dann aber irgendwie vergessen und jetzt finde ich es nicht mehr. Das ist ein Mousse Blush. Ähnliches Spiel wie mit dem Mousse Make-up, aber das ist krass. Ich habe das jetzt hier in der Farbe Barely Chai. Das ist ein ganz, 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 ganz kühler Ton, extrem pigmentiert. Also das reicht für dich, deine Mutter, deinen Vater, deinen Hund, deine Katze und deine Nachbarin. Sehr, 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 sehr leicht. Das ist wirklich von der Textur her wie das Magic Finish, aber leichter. Ganz, 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 ganz toll. Ich arbeite mir das Produkt einfach in den Pinsel ein und tupfe das dann hier so ein bisschen rüber und habe sofort diesen Effekt. Und der Vorteil ist, wenn ihr beispielsweise schon das Magic Finish gerne mögt oder generell ist völlig egal, es funktioniert ja, ihr seht es ja gerade mit allen anderen Produkten auch. Aber das Schöne an diesen mousigen Texturen ist, dass sie viel, viel leichter auf der Haut sitzen. Und gerade wenn ihr im Sommer nicht so viel haben wollt, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Du kannst es gut aufbauen. Ich will es jetzt aber nicht zu stark aufbauen, weil ich gleich noch was anderes habe. Ich muss es euch aber zeigen. Und davon gibt es halt jetzt auch Lidschatten. Die habe ich noch nicht. Falls euch die interessieren, schreibt es mir in die Kommentare. Dann teste ich die nächsten Monate mal, weil das ist schon echt nice. Gut, dass wir daran noch gedacht haben. Bin ganz aufgeregt. Das nächste Produkt könnte wirklich entweder das krasseste Produkt 2023 werden, so vom Feeling her, oder ein totaler Flop, weil ich einfach zu doof bin, Produkte zu benutzen manchmal. Okay. Base ist fixiert, sieht richtig gut aus. Jetzt haben wir den Dream Glow Loose Bronzer Holiday Skin. Das ist, kommt ähnlich wie das Puder von Asam in dieser Puderdose. Ihr habt hier hinten ein Schwämmchen mit drin und dann ist das ein loser Bronzer. Das ist kein nasser Bronzer. Es fühlt sich aber genauso weich an wie das Setting Powder von denen. Ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig. Ganz leicht rein, das war viel zu... Hat hier ein Siphon drin, du brauchst nicht viel. Ich erwarte, dass es sehr, sehr pigmentiert ist und tupfe das jetzt einfach. Sehr pigmentiert. Hier so ein bisschen rein. Krass. Also das, falls ihr das Puder nicht kennt, arbeitet es sehr gut in die Hand ein. Falls ihr das Puder nicht kennt, das Setting Puder, habt ihr A was verpasst, weil das so gemacht ist, dass das extrem weichzeichnend ist. Ich habe damals gesagt, das brauchen wir als Bronzer. Man muss, glaube ich, einmal üben, das zu benutzen, aber wenn du eine texturiertere Haut hast, schon, ist dieses Puder genial, weil das wirklich extrem weichzeichnet. Ich setze mir das auch gleich in die Augenbraue rein. Und dann so ein bisschen an die Nase und wärme mein gesamtes Gesicht auf. Das wird dir 4 Jahrhunderte halten. Weil du, also, da ist ein Siphon drin. Aber in dem Moment, wo du hier schon reingehst, reicht das schon. Weil das halt sehr, sehr fein ist. Ich klopfe das dann auch in den Pinsel und kann das dann richtig schön tief einarbeiten.
Hallo? Ja, korrekt, das bin ich. Ja. Ja, Sekunde, ich muss Sie einmal ganz kurz raussuchen. Haben Sie eine Sekunde? Hat sie die nicht angegeben? Ich habe ihr das extra wieder geschrieben. Nee, nee, dann machen wir das richtig einmal. Darf ich die Nummer im System speichern? Ja, bitte, sehr gerne. Okay, Alles machen klar. wir. Also, das wird alles meinerseits. Vielen Dank. Dankeschön, schönen Tag für Sie. Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Kleine Unterbrechung. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber wenn ich in den Spiegel schaue, ist das extrem weich gezeichnet. Und ich kann mir vorstellen, A, entweder das als Bronzer oder wenn ihr dunklere Haut habt, das als Setting Powder. Ist im Prinzip genau dasselbe wie das Setting Powder, halt nur dunkler. Sehr, sehr schöne Textur. Was ich jetzt aber mache, ist, ich fixiere das, weil dadurch, dass wir halt sehr pudrige Produkte benutzt haben, beispielsweise dieses Puder oder die Foundation, die ich drauf habe, brauchen wir ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Lassen das Ganze kurz einziehen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Lippen. Und auch da kennt ihr die Lippenstifte schon, die sind angereichert mit Ölen und Wachsen. Aber auch neu sind Liquid Lipsticks. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier die Farbe Sandalwood. Kommt in einem gefrosteten Kunststoff, hat ein klassisches Lipgloss-Füßchen. Und damit ziehe ich mir jetzt einfach mal die Lippenkontur. Es riecht übrigens sehr, sehr gut. Ähnlich wie die von Kylie. So ein bisschen Vanilla, Vanilla Cupcake. Ich bin noch nicht wieder zurückgegangen. Ich trage im Moment selten Liquid Lipsticks, weil ich einfach es im Moment so ein bisschen leichter mag. Ich weiß aber, dass viele Liquid Lipsticks immer noch sehr gerne mögen, weil sie auf ihrer Arbeit auch noch eine Maske tragen müssen. Und da halten die dann ganz gut. Das ist eine sehr pinkige Farbe. Ich würde vielleicht gleich sogar noch einen braunen Lip Liner benutzen. Oder, Sekunde, mit dem Contour Stick so eine leichte Kontur machen. Er trocknet recht gut an. Und jetzt seht ihr auch meine Base, dass das alles wieder so ein bisschen frischer geworden ist. Ne? Da muss man immer so ein bisschen schauen, wenn man generell sagt, ich sage das immer wieder, nehmt ein Fixing Spray, damit ihr eurer Haut diese Feuchtigkeit zurückgebt. Wenn ihr eure Haut euch vorstellt, die einzelnen Hautschüppchen liegen oben manchmal so ein bisschen lose rum. Und wenn du Produkte benutzt, dekorative Produkte, da ist immer ein Puderanteil mit drin, dann kann es sein, dass sich das manchmal auf diesen Hautschüppchen festsetzt und dann im Allgemeinbild nicht so ordentlich aussieht. Wenn du dann ein Spray benutzt, machst du das alles glatt und jetzt siehst du auch, wie schön diese Haut aussieht. Er trocknet sehr, sehr gut an, recht schnell sogar und sehr ebenmäßig. Wir lassen den mal noch kurz weiter antrocknen. Ich wollte das jetzt einfach mal probieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich nehme den dunkleren Contour Stick und einen sehr, sehr feinen Pinsel. Ich halte mir das auch in die Hand ein und ziehe mir damit einfach mal eine leichte Kontur an den Lippen. Das Schöne ist, wenn ihr, könnt ihr auch mit einem braunen Lip Liner machen, wenn ihr ganz leicht so ein bisschen hier unten diffus und die Lippenkontur etwas weicher macht, nicht so hart wie beispielsweise mit einem Liquid Lipstick, dann wirkt es optisch für jemanden gegenüber so, als wäre die Lippe ein bisschen weicher und voller. Sieht sehr, sehr schön aus. Wir gehen aber noch mit dem Gloss rüber und das ist ein Fenty Beauty Dupe. Der Push-Up Lip Gloss in der Farbe Cool Diamond ist ein Dupe zu dem Fenty Beauty Diamond Bomb. Ich sehe wieder aus wie Dolly Bassard, ich lieb's. Sehr, sehr leichter Gloss, klebt nicht, hat so ein paar Schimmerpartikel mit drin. Auch da gibt es 10.000 verschiedene Farben. Aber oh ja. Der sieht sehr, sehr reflektierend aus. Also das ist so ein High-Shine-Gloss, so ein leichtes, kühlendes, bitzliges auf den Lippen kann ich feststellen, aber nicht so viel. Es hat auch so ein bisschen was von Charlotte Tilbury heute, mein Look, ne? Jetzt noch ein bisschen mehr Blush in die Augen rein. Ist ein Charlotte Tilbury Look. Könnte aussehen wie von Charlotte Tilbury. Wir haben noch einen Highlighter. Auch den habe ich noch nicht probiert. Das ist der Glow Powder Baked Highlighter. Hätte ich jetzt vor dem Spray benutzen können. Habe ich vergessen. Kommt einmal hier in diesem klassischen Packaging und ist ein gebackenes Produkt. Sehr, sehr glowy. Und das setze ich mir einfach hier so ein bisschen rauf. Ja, extrem glowy. Was ich damit immer gerne mache, ist, wie gesagt, die brauchen Feuchtigkeit so ein bisschen. Entweder ihr cremt euch gut vorher ein oder nehmt eine feuchte Foundation, aber das ist High Shine. Ein bisschen hier auf das nicht vorhandene versteckte Schlüsselbein. Und I love it. Ganz ehrlich, ich sehe aus, als wäre ich gerade frisch bereit zur Strandparty. Ich bin begeistert. Sieht richtig, richtig schön aus. Ich bin super gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Normalerweise mache ich halt nicht mehr diese Full-Brand-Looks, weil ich einfach probiere, euch so viele Möglichkeiten in den Videos zu geben, wie es nur geht. Aber hier wollte ich wollte einfach ein bisschen
tiefer auf die Produkte eingehen und euch alle zeigen. Und wenn ich dann so durchhusche, dann kann ich das nicht. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Größte Empfehlung ist tatsächlich wirklich dieser Contour-Stick mit dem Powder, mit dem Bronzer-Powder wäre ich vorsichtig. Es sieht super schön aus, wenn du weißt, wie du ihn benutzt. Aber ich glaube, oh nee, stopp, halt, nein, nicht weggehen. Gib mir das nochmal in die Lidfalter und hab wie so ein, there you go, einen losen Lidschatten, der das Lid gleich noch so ein bisschen weich zeichnet. Ja, nice, okay. 10 von 10, Freunden. Ich glaube, ich belasse es an dieser Stelle. Ich schreibe euch alle Produkte unten in die Infobox. Denkt an den Code. Der gilt bei Asam auf der kompletten Webseite auf fast alles. Auf die Produkte definitiv. Und wenn ihr bis morgen bestellen solltet, dann gibt es natürlich auch nochmal gratis Versand. Vielen, vielen Dank, dass ich das hier heute machen durfte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt an den nicht vorhandenen Strand gehen. Bis zum nächsten Mal.